Ich bin ehrlich gesagt gerade relativ verzweifelt. Weil einerseits ist Jerry Lewis einer der großen Helden meiner Kindheit. Der Lieblingsschauspieler von meinem Vater. Einer, von dem ich wirklich in jungen Jahren jeden Film x-mal gesehen habe. Und andererseits weiß ich einfach, dass egal, was ich in diesem 5 bis 10 Minuten langen Video sage, es einfach dem Genie eines Jerry Lewis nie gerecht werden kann. Und dem Genie von Jerry Lewis gerecht werden, das ist ja etwas, das in den letzten Jahrzehnten sich erst langsam wirklich etabliert hat. Damals, als seine Filme in den 60ern und so weiter auf den Markt gekommen sind, wurde er ja oft als der Blödelclown abgestempelt. Sowohl von Kritikern als auch vom Publikum einfach nicht wirklich ernst genommen. Der sich mit wüsten Grimassen im Gesicht auf irgendwelche slapstickhaften Szenen stolpern sieht, das ist aber nicht Jerry Lewis. Denn vor allem, wenn man bis heute noch darauf schaut, woher aktuelle Comedians, begonnen von einem Michael Mittermeier, der selbst ja sogar zugibt und seine, ich glaube, Masterarbeit, Diplomarbeit oder sowas über Jerry Lewis geschrieben hat, von einem Kevin James bis hin zu wirklich den Größen der aktuellen Comedy-Szene. Ihre Ursprünge haben sie eigentlich nahezu alle von Buster Keaton, Charlie Chaplin, Dick und Doof und Jerry Lewis. Einer der einflussreichsten Funny Man, die Amerika jemals gesehen hat. Und anlässlich seines tragischen Todes mit stolzen 91 Jahren, man darf nicht vergessen, Jerry Lewis ist jemand, der sich in den 80er Jahren schon immer mehr und mehr aus dem Showbiz zurückgezogen hat, der von langjährigen Rückenschmerzen bis hin zu Prostatakrebs, bis hin zu Lungenkrankheiten schon wahnsinnig viel übertaucht hat. Aber 91 war ein stolzes Alter, kann man leider eigentlich nichts sagen, außer dass es trotzdem irgendwie schade ist. Deswegen habe ich mir jetzt noch einmal einen meiner persönlichen Lieblings-Jerry Lewis-Filme angeschaut. Und man muss sagen, wenn man seine Filmografie durchgeht, es gibt immer wieder Filme, die sofort mit ihm in Verbindung gebracht werden. Wenn man den Namen Jerry Lewis hört, der erste Film, an den Leute denken, ist sowas wie Hallo Page, Der verrückte Professor. Für mich ist es aber ehrlich gesagt fast noch Der Bürotrottel. Eine großartige Komödie, die Jerry Lewis wirklich mit Leib und Leben durchträgt und der nicht nur ein großartiger Film für Fans jeglicher Art von Komödien ist, sondern der auch noch aus den frühen 60er Jahren einen großartigen Blick hinter die Kulissen der Hollywood-Studios liefert. In dem Film spielt Jerry Lewis, der in seinen Rollen eigentlich immer wieder gerne als Trottel, Depp, Idiot, verrückt und so weiter sich bezeichnen hat lassen, vor allem bei den teilweise noch etwas reißerischer aufbereiteten deutschen Titeln, weil der Bürotrottel beispielsweise heißt im Original The Errand Boy, was ja auch passt, weil ein Errand Boy ist derjenige, der quasi von A nach B herumrennt und Sachen überbringt und so weiter. Und Bürotrottel passt eigentlich gar nicht, weil Jerry Lewis in diesem Film mit Büros eigentlich so wie gar nichts am Hut hat. In Wirklichkeit geht es darum, dass, sagen wir mal, skrupellose Filmstudio-Bosse sich irgendeinen Idioten von der Straße holen, um den dann mit kleineren Aufgaben zu der Konkurrenz zu bringen und dafür ein paar Spionageinformationen bekommen. Da haben sie aber blöderweise den Falschen ausgesucht, weil Jerry Lewis in etwa so unauffällig ist wie der besagte Elefant im Porzellanladen und mehr oder weniger in seiner Gegenwart alle Dinge schon fast freiwillig zu Bruch gehen. Dabei präsentiert sich der Bürotrottel, so wie viele andere Jerry Lewis Filme, auch als Sketchparade in Spielfilmdauer. Es gibt einige großartige Nummern, die aber eben zu einem großen Teil noch gar nicht wirklich aus der eigentlichen Haupthandlung des Films kommen, die kann man zwischendurch eigentlich sogar schon fast wieder vergessen, die einfach nur ihrem eigenen Zweck dienen und trotzdem absolut großartig sind. Weil was Jerry Lewis wirklich hervorragend geschafft hat, ist, dass auch wenn es sich weitestgehend um unabhängige Sketches handelt, sie passen
inhaltlich zusammen. Da gibt's einfach diese eine grandiose Szene, wo Jerry Lewis passend zu einer Musik als Pantomime ein nicht vorhandenes Geschäftstreffen nachspielt und mehr oder weniger mit Leuten redet, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Dann gibt's noch großartige Szenen, wie zum Beispiel im Zuckergeschäft und so weiter, wo man beim Vertonen und so weiter von Filmen, wo man eben auch schön in diese Studiokultur hineinblickt. Weil der Bürotrottel hat natürlich als Film, der de facto auf den Filmstudio-Gründen spielt, den Vorteil, dass man einfach Sets von anderen Filmen, teilweise Schauspieler von anderen Filmen, alles wieder und weiter verwenden hat können. Und das ist trotzdem aber eine Zeit, die mittlerweile schon über 55 Jahre zurückliegt. Und da ist es eigentlich ein Film, den meines Erachtens nach jeder Filmbegeisterte unbedingt einmal gesehen haben muss, einfach um damals noch in dieses Filmschaffen hinein zu schnuppern. Was, finde ich, einfach noch ein komplett anderes Flair hat, als es diese grünen Fände heutzutage haben. Abgesehen davon natürlich, dass Jerry Lewis einer der talentiertesten, lustigsten und genialsten Menschen ist, die das Hollywood-Comedy-Kino jemals gesehen hat. Für mich ist der Bürotrottler ein absolutes Meisterwerk, einer der besten, wenn nicht sogar mein persönlicher Favorit aus der Filmografie von Jerry Lewis und ein Film, wo ich wirklich nur sagen kann, jeder sollte ihn gesehen haben. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass an dieser verspielten, gewollt patschierlichen, tollpatschigen Art von Jerry Lewis irgendjemand keinen Spaß findet. Es kann zwar vielleicht Leute geben, denen das zu übertrieben, zu überkandidelt ist. Es gibt ja auch Leute, die solche Sachen unter manche YouTube-Videos schreiben. Aber man merkt, Jerry Lewis, finde ich, einfach nicht nur die Liebe, sondern auch die Hingabe an, mit der er an seiner Karriere und an seinen Filmprojekten gearbeitet hat. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Blödelkomödien, die gerne beispielsweise von Adam Sandler oder so auf den Markt gerotzt werden, merkt man hier noch wirklich, was für ein Aufwand auch betrieben wurde, was die Sets, was die Kameraführung und so weiter betrifft. Da ist zwar der Bürotrottel im Verhältnis zu anderen Filmen wie Hallo Page zum Beispiel noch etwas einfacher ausgefallen, aber es ist ein Meisterwerk, es ist ein großartiger Film und ihr müsst ihn gesehen haben.